Alter, Bagisch, was geht diesen Sommer? Fährst du auf Türkei? Alter, nee, Mann, diese Türkei nicht, Mann. Es sind zu viele Hochzeiten und so, und das packt mich gar nicht, Mann. Warte, Mann. Fahr doch nach Rimini. Da ist YCS, da kannst du ein bisschen Urlaub machen, 2 Wochen oder so, weil Rimini ernst kleiner. Ja, Mann, Rimini habe ich mir echt schon überlegt, ohne Witz, ich mache meinen Urlaub, glaube ich, da, ja. YCS. Und da kannst du auch denken, da kannst du auch, vielleicht kommst du Topf und so gewinnst du, hier kriegst du eine YCS-Preiskarte und alles, Mann. Ja, Mann, da könnte ich Minerva gewinnen. Mann. Ja, Mann. Minerva, echt. Leute, Jungs, Minerva ist nicht mehr Preiskarte. Es gibt eine neue. Echt jetzt? Ja, Mann. Die schauen wir uns jetzt mal an. Leute, was geht ab, Leute? TBT hier. Wir schauen uns mal die neue Preiskarte an. Okay, fangen wir an. Ist eine Nummerkarte, Nummer 93. Heißt Utopia Kaiser, hat 12 Sterne. 2,5 ATK, 2000 Def und ist ein Lichtmonster. Und Krieger. Und Krieger, okay. Man braucht 2 oder mehr Nummer YCS-Monster mit demselben Rang, die YCS-Material haben. Nicht YCS. Ich nimm's so XYZ, sorry. Ich war ganz ein bisschen verwirrt, Mann. Ich lese mal den Effekt vor. Einmal pro Spielzug. Du kannst eine beliebige Anzahl Nummer Exit-Monster des Rangs 9 oder niedriger mit 3000 oder weniger ATK, die einen unterschiedlichen Rang voneinander haben, als Spezialbeschwörung von deinem Extra-Deck beschwören. Bis zur Anzahl des an dieser Karte angehängten Exit-Material, die unterschiedliche Namen voneinander haben. Dann hänge eine Exit-Material von dieser Karte ab, aber annulliere die Effekte aller Monster, die durch diesen Effekt als Spezialbeschwörung beschworen wurden und halbiere für den Rest dieses Zuges jeden Kampfschaden, den dein Gegner erhält. Zusätzlich kannst du keine andere Monster als Spezialbeschwörung beschwören. Kann weder durch Kampf noch durch Karteneffekte zerstört werden, solange du ein anderes Nummern-Exit-Monster kontrollierst. Also klingt erstmal, also ja, vom Effekt her. Der Anfang war gut, hat sich sehr OTK-lastig angehört. Eine Variante, aber Problem ist, dass der Kampfschaden halbiert wird. Das Problem ist, dann kannst du wahrscheinlich ihn nicht so umbringen. Dann kam die zweite Überlegung, dass du über viele Monster rüberrennen kannst. Ja, ich weiß jetzt nicht, um ehrlich zu sein, finde ich Minerva schon krasser. Kann man jetzt warte mal, jetzt überlegen wir doch mal erstmal mal, wie man den beschwören kann. Ja? Man braucht 2 oder mehr. Ja, 2 oder mehr Nummer, XYZ. Genau. Mit demselben Rang. Das geht ja, kann man ja machen. Ist ja so ähnlich wie Zero. Genau, ist ja recht, ich sage jetzt nicht mal einfach, aber ist schon, ja doch, eigentlich schon recht einfach. Ja? So, dann kriegt man, da kann man pro dieser Nummer Monster, was man als Material hat, kann man Monster des Rangs 9 oder niedriger mit 3000 oder weniger ATK beschwören. Mit unterschiedlichem Rang. Genau. Das ist doch ernst krass, Mann. Ja, aber das ist ja krass. Aber jetzt kommen diese ganzen Bedingungen. Ja, die Bedingung ist halber Schaden und eine Karte abhängen. Ein Material abhängen? Ja. Dann werden schon mal die Effekte annulliert. Das heißt, von den Monstern, ja. Genau, das heißt, du kannst damit nur noch Schaden drücken. Ja, für den Rest dieses Spielzuges. Genau, und jetzt kommt der Satz. Der Schaden wird halbiert. Das heißt, OTK ist unwahrscheinlich. Ja, aber das ist, ja, aber soll ja. Ich meine, schau mal, ganz ehrlich, man kann in Ends einfach beschwören eigentlich. Ja, nicht Ends einfach, aber es geht schon. Natürlich. Also mittlerweile kann man schon Ends einfach beschwören. Und dann willst du noch OTK-Potenzial noch drin haben, ist doch dann scheiße eigentlich nicht, oder nicht? Also ich finde von dem Effekt her schon krass. Und er kann weder zerstört werden noch. Er kann ja nicht zerstört werden. Ja, solange du ein anderes XY. Ja, den holst du dir ja. YCS-Monster. Ja, so allgemein nicht schlecht, aber ich würde auch nicht jetzt überkrass sagen, weil ich vergleiche halt mit Minerva. Ja, aber Minerva ist ja nur deckspezifisch eigentlich, ja. Die spielst du ja im. Ja, die kannst du eigentlich nur im Lightzone spielen, ganz ehrlich, oder? Oder hast du schon mal Minerva irgendwo in einem anderen Extra-Deck gesehen? Das Problem ist, wir haben ihn nicht gesehen, weil er so teuer war. Ja, aber viele haben den doch schon. Minerva. Aber viele, ich meine, wie viele YCS, wie viele amerikanische Mannschaften oder was auch immer. Ist trotzdem extrem teuer. Ja, schon teuer, aber ich habe im Grunde wenig gesehen. Und wo würdest du Minerva spielen? In welchem Extra-Deck? Sie spielen allein zum Millen. Ja, aber in welchem Deck zum Beispiel? Ja, auch Monarch will mal Millen oder so. Also ich finde, dass man den kann man eigentlich wirklich besser in einem Deck spielen als woanders. Ja? Okay. Ja, ich finde ihn jetzt nicht schlecht oder so. Problem ist halt diese Bedingung, dieser halbe Kampfschaden. Das ist halt das Problem. Ja, aber du kannst ja nicht nur auf OTK gehen, Mann, ganz ehrlich. Weil dann wäre das Spiel ernst langweilig. Was ist denn jetzt dann gut? Alter, du holst
Du kannst, wenn du jetzt zum Beispiel zwei Nummer-Monstern benutzt für ihn, kannst du zwei weitere aus dem Extra-Deck holen. Ja, das ja. Schon mal Punkt 1. Du nimmst extrem viele Plätze von deinem Extra-Deck weg. Ja, weil vielleicht brauchst du zum Beispiel Utopia Prime und so nicht besser. Ja, vielleicht spielst du die auch. Die sind ja auch alles Nummer-Monster, ja, oder? Extrem viele Slots weg im Extra-Deck. Auf jeden Fall schon mal Punkt 1. Ja, aber du spielst ja rund um den halt, weißt du? Ja, wie gesagt, das Problem ist dieser halbe Kampfschaden. Dieser Satz stört mich extrem. Ja, aber wo würden wir landen, wenn wir jetzt zum Beispiel einfach OTK raushauen können? So langweilig. Oder willst du OTK-Decks haben jetzt ist doch scheiße, oder? Also ich finde, aber die einzige Frage, die ich jetzt habe, ist, die Effekte werden doch annulliert, heißt es doch, oder? Ja. Aber wie lange? Für immer oder nur bis zum Ende des Zuges? Nee, die werden annulliert. Allgemein, oder? Ja, genau, für immer. Und danach steht, und halbiere für den Rest des Spielzuges. Also man muss sich mal ein paar, also ich bin der Meinung, die Karte ist echt gut, man muss sich mal ein paar Karten mal anschauen. Vielleicht kann man ja dann die Nummer-Monstern, die man holt, durch den Effekt, dann wieder irgendwas wieder drüberlegen. Weißt du, was ich meine? Genau. Vielleicht sehen wir das jetzt nicht auf den ersten Blick. Ja, dass man da wieder was drüberlegen kann. Genau. Das ist sowieso eine Schlüsselkarte. Weißt du, ich denke mal, aber das ist ein Monster, was eigentlich leicht zu beschwören ist. Zum Beispiel in einem Burning Abyss-Deck. Wenn man jetzt ein paar Level 3er Nummer-Monster reinballert, kann man ihn spielen. Da holt man was anderes zum Beispiel. Und dann kann man wieder auf das was drauflegen, zum Beispiel. Ja. Also ich finde, dass die Karte auf jeden Fall echt stark ist. Also klingt stark. Man muss aber natürlich noch in die Tiefe gehen und mal gucken, was es für Möglichkeiten gibt mit diesem Monster, was man damit anfangen kann. Weißt du, was ich meine? Also ich denke mir auch, Konami wird die Karte nicht einfach so gebracht haben. Die werden schon irgendeinen Grund haben. Da wird irgendeine Combo rauskommen. Oder neue Karten, dass die dann auf jeden Fall gut sein wird. Ich finde die Karte echt stark. Ist wieder ein Utopia-Monster. Die hauen ja viele Utopia-Monster raus jetzt. Und wir werden sehen, ob sie was kann oder ob sie was wert sein wird. Also wert auf jeden Fall. Jungs, schaut ihr mal oder sagt uns mal, was ihr von der Karte haltet und wie man sie am besten einsetzen kann. Und vielleicht habt ihr da ein paar Ideen oder habt ihr schon Erfahrung damit. Und ja, Yu-Gi-Oh! Ist serious business. Servus Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es uns. Lasst uns ein Like da, gefällt mir drücken. Schreibt in die Kommentare, was euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach unten. Dann wissen wir Bescheid, aber gebt uns konstruktive Kritik, damit wir darauf eingehen können. Dann werden die Videos besser. Ihr könnt umsonst abonnieren, das kostet nichts. Dann bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand, weil es kommen täglich Videos. Und immer schön kommentieren. Unten unter dem Video sind schön die Sponsoren aufgelistet. Das sind gute Sponsoren und gute Preise. Und checkt noch die Facebook-Seite ab, checkt die Sponsoren ab. Und leidet's nicht und schaut's vorbei.